Hallöchen, ihr lieben Schnubbels. Heute gibt es mal eine kleine Make-up-Produkte-Schminky-Review. Und zwar habe ich mir eine klitzekleine Lidschattenpalette zugelegt. Und zwar, ich hatte es schon angedeutet, dass ich sie geholt habe, weil ich ja kein Fan bin. Blablabla. Es handelt sich um dieses schöne Teil hier, die Vintage Rose Palette, die liebe Palmira von Beauty Palmira zusammen mit Essence herausgebracht hat im Rahmen des Vlogs Beauty Secret Projekts. Und zusammen mit drei anderen Bloggern wurden ein paar Produkte entwickelt. Zum einen hat mitgemacht Diana zur Löwen von D Fashion mit der Palette. Ich muss hier gucken, ich habe hier neben der Kamera ein Zettelchen, deswegen ich habe gedacht, ich kann das unauffällig ablesen, aber es klappt nicht so gut. jedenfalls hat sie die Touch Up To Go Kombi Palette rausgebracht mit Blush, Lidschatten, ich glaube einem braun Wachs und ein Eyeliner oder sowas drin. Dann kam halt die Vintage Rose Palette von Palmira und dann hat Mary von Strike A Pose die Palette Shape and Shadows mitentwickelt, und zwar ist es eine Konturpalette. Und die vierte im Bunde war Serena von Beauty Lab und sie hat die The Glow Must Go On Palette herausgebracht und das ist eine Highlighter und Bronzing Palette. Von allen vieren hat mich allerdings wirklich nur die Vintage Rose Palette interessiert. Ich kaufe, wenn ich denn Beauty Sachen kaufe, sehr sehr selektiv. Also wirklich nur so, was habe ich noch nicht, was brauche ich, was wird mich am meisten wirklich interessieren, weil ich so viele Sachen habe, wirklich so viele. Und dementsprechend ist es nur eine geworden. Also die Palette sieht so aus. Wie gesagt, ist von der Palmira und die habe ich mir nur für, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, nicht gekauft aus Fangründen. Ne? Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von, also nicht so der Fan von Fanprodukte kaufen, sondern eher, weil ich Palmira schon bei zwei Events, glaube ich, kennenlernen durfte und auch mich mal so mit ihr getroffen habe und sie einfach ein super hartsicher, lieber Mensch ist, den ich einfach auf persönlicher Ebene so gerne mag. Da habe ich gedacht, ich unterstütze das Projekt mal und muss sie mir mal zulegen. Ich konnte nicht widerstehen. Mal abgesehen davon, dass Vintage Rose auch so eine Farbgebung ist, die ich eigentlich auch ganz gerne mag. Also nicht so grellpink, sondern halt so dieses klassische dunklere Rosé. Und dann machen wir sie mal auf. Ich habe auch den Look, den ich heute trage, damit geschminkt. Und es gibt auch einen Blogbeitrag dazu, wo ihr Fotos von den Paletten, also von der Palette und Fotos von dem Look seht und nochmal in geschriebener Form gucken könnt, was ich davon halte. Zumindest Fotos könnt ihr da ganz gut gucken. Ich verlinke es euch unten in der Infobox mal. Und zwar, wenn wir sie aufmachen, sehen wir hier einmal einen Spiegel. Kuckuck, hallo zur Kamera. Und dann haben wir hier 5 Lidschatten. Das ist einmal Shimmer On You. Dann haben wir Velvet Rose, meine Lieblingsfarbe aus der Palette. Charming Mauve, gleich danach mein zweiter Liebling. Hazel Eyes haben wir hier. Und Earth and Love haben wir hier. Und dann haben wir noch einen Eyeliner und ein kleiner, wie so ein Gel-Eyeliner. Und Hello Glow, das ist so ein Highlighter. Und das ist ein Highlighter, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also gerade am Auge. Das ist nämlich so ein goldschimmernder Highlighter. Und hier dieses Shimmer On You. Das ist auch so eine Highlighterfarbe, ist aber eher weißlich. Also eher in die weiße Richtung gehend. Mit ein ganz klein bisschen, ja, Creme würde ich mal sagen. Vielleicht, also Cremefarben würde ich mal eher sagen. Also ich habe alles benutzt aus der Palette, inklusive Pinsel. Also es ist auch ein kleiner Pinsel dort zu finden. Und zwar auf der einen Seite seht ihr halt den, ne, den Eyeliner, den Angled Brush. Und auf der anderen Seite ist ein kleiner Lidschattenpinsel. Ich habe alles benutzt aus der Palette für diesen Look. Ich habe auf dem beweglichen Lid habe ich Velvet Rose. Mit Shimmer On You habe ich im Augeninnenwinkel gehighlightet. Dann habe ich über der Lidfalte zuerst Hazel Eyes benutzt. Dann ganz, ganz leicht mit Earth and Love ein bisschen vertieft, um so ein bisschen so eine Kontur zu machen. Und dann am Augenaußenwinkel habe ich dann nochmal ein bisschen schattiert mit Charming Mauve. Und ich habe den Eyeliner benutzt und ich habe ebenfalls die Highlighterfarbe unter den Brauen benutzt. Sieht man jetzt natürlich nicht so gut in der Kamera. Meine Kamera ist dafür jetzt nicht so geeignet, aber ja. Was
habe ich zu der Palette zu sagen? Also ich finde, ich brauchte jetzt nicht monatelang testen, um euch da schon mal so einen ersten Eindruck zu geben. Deswegen habe ich das Video jetzt schon gedreht. Ich finde die Palette an sich sehr schön. Die Farbzusammenstellung gefällt mir auch sehr gut. Ich habe jetzt wirklich auch alles benutzt für diesen Look. Und erstaunlicherweise passt das sogar alles wirklich sehr gut. Also bei Hazel habe ich zuerst gedacht, so, nee, ich weiß ja nicht so, Hazel, Rosé, aber ich muss sagen, so als Anfangsfarbe über der Lidfalte, um diese Schattierung zu beginnen, hat die mir dann doch sehr gut gefallen. Ganz besonders gefällt mir, wie gesagt, Velvet Rose, wobei ich mir da ein bisschen mehr Pigmentierung gewünscht hätte. Also gerade der Auftrag mit dem Pinsel, da musste ich schon etwas schichten. Ich glaube, hätte ich den Finger genommen zum Auftragen, dann wäre das Ergebnis etwas intensiver geworden. Und ich habe auch unter allem keine Base benutzt. Ich habe nur, wie ich es meistens mache, wenn ich meine Foundation aufs Gesicht tue, auch auf dem Augenlid so mit den Resten so ein bisschen, ne, die bedeckt. Weil ich immer gucken möchte, und das mache ich auch auf dem Blog so, wie die Produkte in Natura sind. Also ich wurde schon mal darauf angesprochen, warum ich nicht, wenn ich ein Produkt ausprobiere oder einen Lidschatten euch zeige, beziehungsweise auf dem Blog zeige, warum ich da nicht irgendwie eine Base drunter mache. Und da habe ich schlicht und ergreifend auch gesagt, und das ist ein Prinzip von mir, dass ich die Produkte wirklich in Natura, so wie sie sind, ausprobiere für euch, um euch dann wirklich zu sagen, wie die sind. Weil wenn ich eine weiße Base drunter mache oder eine extra klebrige Base, ist klar, dass die Farben besser rauskommen. Und das bringt euch ja dann nichts, weil ich weiß natürlich jetzt nicht, wer von euch selbst Bases benutzt. Also ich muss immer davon ausgehen, dass diejenigen, die diesen Blogbeitrag von mir angucken oder dieses Video von mir anschauen, hingehen, sich einen Lidschatten kaufen, ihn aufs Auge tun und fertig. Das kann entweder eine Schminkanfängerin sein, also es kann sein, dass ihr gerade am Anfang eurer Make-up-Schminkkarriere steht oder dass ihr schlicht und ergreifend keine Bases mögt oder die Lidschatten halt wirklich in Natura lieber benutzt. Das ist halt dann so mein Grundgerüst, davon gehe ich aus und ich denke, da kann ich euch dann auch die bessere Info zu geben, wenn das Sinn macht. Allgemein fand ich die Pigmentierung ganz gut, also ich war sehr positiv erstaunt über Hello Glow, diesen goldgelbenen Highlighter. Der war wirklich gut pigmentiert, ebenso Charming Mauve und hat mir sehr gut gefallen und Hazel Eyes war auch prima, also erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Geschwächelt haben so ein bisschen Earth and Love und Velvet Rose, wobei mit Schichten und wenn man wirklich eine helle Base drunter macht, dann geht's. Ich glaube generell, wenn man eine weiße Base, entweder mit Clownweiß, wie ich es meistens mache, oder mit dem Milk Pen von NYX macht, dann kommen die Farben einfach besser und strahlender raus. Was ich nur so okay fand, das war so der Eyeliner. Also die Idee mit dem Eyeliner finde ich gut. Eyeliner ist eh so ein schwieriges Ding, weil jeder hat da so seinen persönlichen Favoriten, seine persönliche Lieblingsart, Eyeliner aufzutragen. Also es gibt diejenigen, die da halt die Gel-Eyeliner benutzen, andere machen das vielleicht mit einem Stift in Stiftform und wieder andere machen das in dieser Filzstiftform, wie auch ich meistens das mache. Wobei ich dann meistens halt wirklich hingehe und erst mit dem Filzer, den ich habe von Soap & Glory, wirklich den Wing mache und den Lidstrich ziehe. Und da ich nicht so die stabilsten Hände habe, muss ich immer noch mal mit einem flachen Pinsel und einem schwarzen Lidschatten so ein bisschen ausgleichen. Und das musste ich auch leider hier machen. Wobei ich gerade sehe, dass der Eyeliner nicht rein schwarz ist, obwohl, wie ich das zuerst dachte, jetzt im Licht sieht man, dass der eigentlich sehr, sehr dunkelbraun ist oder bräunlich ist. Ja, der Eyeliner, dazu wollte ich noch gesagt haben, der Pinsel an sich, den finde ich super, der hier drin ist, der ist wirklich ganz gut, damit kriegt man auch einigermaßen eine saubere Linie hin, würde ich mal sagen, und das Einzige, was mich halt irritiert hat, was ich nicht so toll fand, ist, man geht ja, wenn man nicht gerade der Vollexperte ist, nicht hin und macht wupp, so in einem durch den Lidstrich. Zumindest mache ich das nicht so. Also ich mache das immer erst den Wing und dann so Stück für Stück. Machen auch viele andere so. Und da ist mir halt aufgefallen, dass der Eyeliner halt auch verwischt. Also der ist so flutschig, dass man dann halt wirklich kein ebenes Ergebnis hinbekommt. Also zumindest bei mir jetzt. Und entweder nimmt man dann einen anderen Pinsel und probiert es damit. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Oder man lässt es halt. Also ich werde den bestimmt, wenn ich ihn benutze, werde ich ihn eher auch wieder mit Schwarz ausgleichen, wie ich das mit meinen anderen mache, dass ich dann nochmal mit einem schwarzen Lidschatten drüber gehe, um das so ein bisschen auszugleichen. Also der hat mir da nicht ganz so gut gefallen von der Qualität her. Von der Idee her finde ich das super. Man hat eigentlich einen kompletten Augenlook hier drin. Das ist echt klasse. Zur Not trägt man, wie gesagt, auch mit dem Finger auf, wenn man unterwegs ist. Das machen ja viele so. Und
Ja, also das ist eigentlich zu den Produkten. Also die Palette, würde ich sagen, kann ich schon empfehlen. Also für Schminkanfänger, finde ich, ist sie auf jeden Fall geeignet. Wenn ihr keine großen Erwartungen an den Eyeliner habt oder vielleicht gewillt seid, Bases zu benutzen, um die Farbe ein bisschen zu boosten, kann ich sie auch empfehlen. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist, und das ist aber, glaube ich, generell bei vielen Essence-Lidschatten so, zumindest ist das meine Erfahrung mit Essence-Lidschatten, dass hier ziemlich viel gekrümmelt wurde. Also die Lidschatten sind teilweise doch ziemlich krümelig. Ich hatte das Problem bei Velvet Rose, Hazel Eyes und bei Earth and Love hatte ich das, wenn ich mit dem Pinsel reingegangen bin, da war es ziemlich bröselig. Ansonsten kann ich jetzt eher, also nichts Negatives sowieso finden. Also ich mag die Palette sehr gerne. Ich finde die Farbzusammenstellung schön. Die Optik ist auch sehr hübsch, wenn ihr mal guckt. Also hier vorne stimmt das Farbschema einfach. Dann der Spiegel ist sehr hübsch. Und dann ist dann nochmal eine kleine Unterschrift von Palmira. Und hier steht dann Hello Beautiful drin. Das ist dann doch sehr motivierend, wenn man das dann morgens total verquollen aufschlägt. Und ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Hinten drauf stehen halt auch die Inhaltsstoffe. Die könnt ihr finden, wenn ihr auf irgendwas allergisch seid. Ja, kosten tut die Palette, ich glaube, 4,95. Zumindest so Pi mal Daumen um den Dreh rum. Und zu den anderen Paletten kann ich nichts sagen, weil ich die nicht habe und mir auch nicht holen werde, weil ich sie schlicht und ergreifend nicht brauche. Und ja, das war eigentlich auch soweit. Und jetzt hängt mir hier so ein Haar rum. Ich bin auch dabei, mich mit meiner neuen Frisur anzufreunden, wobei ich die Frisur schon mal hatte. Und ich wollte sie auch extra so kurz haben, aber mir ist halt aufgefallen, ich muss mich echt wieder an dieses Fritzelige gewöhnen. Und wenn die Haare zu puffig sind, so zu voluminös, sehe ich aus wie so eine Soccer Mom. Also wie so eine Hausfrau-Mami. Ja, so viel dazu. Jetzt hängt das immer noch im Gesicht drin. Ja. Okay, bevor das Video noch total außer Rand und Band geht, muss ich sagen, tolle Palette, gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, dass ich sie geholt habe. Ich freue mich, dass ich jetzt ein Stück Palmira bei mir habe. Und das klingt jetzt irgendwie sehr stalkermäßig. Aber ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Eindruck von dieser Palette gefallen. Blogbeitrag mit Bildern, Swatches, Pipapo findet ihr unten in der Infobox. Schaut doch mal rein. Ich freue mich und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tata!